Ebenfalls eine Herausforderung ist, dass der Impfstoff, also das Medikament, richtig temperiert dort ankommt, wo er verabreicht wird. Also die Impfstoffe, die kommen aus Europa, müssen ständig eine Temperatur zwischen 2 und 8 Grad haben. Wenn die Temperatur unterschritten wird oder überschritten, wäre der Impfstoff wirkungslos. Deswegen haben unsere Pharmazeuten, die wir auch in der Organisation haben, die Aufgabe, diesen Impfstoff so zu verpacken, dass er richtig temperiert ankommt. Das weiß man inzwischen. Man muss das Verhältnis Kühlakku und Medikament richtig ausrechnen. Und dann kann man in dieser großen Transportbox zum Beispiel die Impfstoffe 3 Tage lang entsprechend lagern und dorthin bringen, wo sie verwendet werden. Die Einheiten, also man nimmt immer nur die Tagesportion heraus und schaut, dass man sie schnell verabreicht. In 3 Tagen geht sich das aus.